Herzlich willkommen im Radio Brockenstudio zu Yoga to go, was bedeutet eine kleine und sehr feine Yoga-Einheit für den Arbeitstag zwischendurch. Komm mal rüber. Also. Was machen wir denn Schönes? Geht's dir gut? Du, ich glaube, das ist nichts für die Kamera, was ich jetzt machen müssen. Zieh doch bitte mal deine Schuhe und deine Socken aus. Was wir jetzt machen ist, mit den Zehen nach vorne laufen. Das heißt, du läufst nicht so, wie du es normal machst, sondern bewegst dich mit Hilfe deiner Zehen, indem du die so nach vorne bewegst. So in die, du kannst ruhig auf dem Boden bleiben. Ungefähr so, ja? Ich mach das mal mit den Händen vor. Also ohne jetzt einen Krampf zu kriegen, oder wie? Ohne einen Krampf zu kriegen. Und das ist, nennt sich der große Onkel? Aber beweg Onkel? Mal ruhig deine Zehen, ja? Weil der große Onkel soll eigentlich, soll er sich bewegen, ne? So. Die Zehen, die sind nämlich ganz oft ganz stiefmütterlich immer in den Schuhen versteckt. Aber wir brauchen die, die halten uns am Boden fest, ne? Und das aktiviert die Füße von unten nach oben. Wenn wir jetzt mal in dein Gesicht schauen. Ich muss mich konzentrieren. Ja, dann ist das doch schon mal gut. Konzentration können wir im Job nämlich gut gebrauchen. Obwohl, ich habe gleich zwei davon, die großen Onkels. Links und rechts. Und noch mehr Yoga to go gibt es dann morgen hier und im Radio, bei Radio Brocken, wo denn sonst? Rückwärts geht's auch. Yoga to go mit Verena Strauss. Nur bei Radio Brocken.